Heine sprach in seiner Vorlesung über die Kunst der Antike, vor allem über die vorbildlichen Statuen des Altertums, die man kennen musste als gebildeter Mensch im 18. Jahrhundert und die man dann auf der großen Bildungsreise nach Italien im Original sehen konnte. Darauf wollte Heine seine Studenten vorbereiten. Die Kunst der Antike war ein ganz großes, neues Thema, muss man sagen, im 18. Jahrhundert. Zwar kannte man natürlich die berühmten Sachen schon seit der Renaissance, aber es gibt einen ganz großen neuen Schub. Und mit Heine haben wir zum ersten Mal den Versuch, diese neue, aktuelle Forschung und Beschäftigung an die Universität zu bringen. Er hat gesagt, ich will in meiner Vorlesung gelehrte Kenner ausbilden. Und das gehörte zum guten Ton in dieser Zeit, dass man wirklich kompetent sprechen konnte über diese schönen, vorbildlichen Skulpturen der Antike. Wir wissen nicht genau, wie die Studenten auf diese Plastiken reagiert haben, aber wir wissen, dass Heines Vorlesung sehr beliebt war, weil man da einen Lehrinhalt bekam, den man nirgendwo anders bekam, denn es gab nur in Göttingen solche Vorlesungen. Deshalb kamen aus ganz Europa Studenten hierher, um diese einmalige Vorlesung zu hören. Mitschriften dieser Vorlesungen haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Göttingen nun erstmals in einer digitalen Edition veröffentlicht. Der Vorteil der digitalen Edition ist, dass sich die Mitschriften überall und jederzeit lesen und optimal miteinander vergleichen kann. Ich kann die Abschrift der Kopie gegenüberstellen und ich kann mir zudem weitere Informationen zu den Personen und zu den Orten anzeigen lassen. Das heißt, auch die Recherchefunktionen sind sehr komfortabel. Ich finde Literaturhinweise und auch Abbildungen zu den Kunstwerken, die Heine in seiner Vorlesung beschrieb. Ich habe alles vereint auf meinem digitalen Schreibtisch, muss im Grunde keine Bücherberge mehr durchforsten. Nicht nur die Aufzeichnungen der damaligen Besucher wurden digitalisiert. Jedes Werk, das Heine in seinen Vorlesungen benutzte, versuchten die Mitarbeiter ausfindig zu machen und für die Edition aufzubereiten. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Bibliothekaren und klassischen Archäologen. Wir haben 15 Handschriften gefunden, verstreut in ganz Europa. Die wichtigsten haben wir ins Netz gestellt, denn erst ihr Vergleich ermöglicht es, die einst berühmten Vorlesungen zu rekonstruieren. Heine war Direktor der Göttinger Universitätsbibliothek und hier in der Bibliothek hat er die Vorlesung veranstaltet, nicht in diesem Raum, der ist erst in seinem Todesjahr 1812 eingerichtet worden, aber in einem benachbarten Raum und dort direkt vor den Regalen stehend, vor den Gipsabgüssen, dort hat er die Archäologievorlesung gehalten. Heine hat die Vorlesung immer im Sommersemester gehalten. Das Semester war damals viel länger als heutzutage, es gab kaum Ferien, mindestens 20 Wochen lang, und zwar 6 Tage von montags bis samstags. In der Regel um 8 Uhr morgens fand hier diese Vorlesung statt. Heines Archäologievorlesung war ein sogenanntes Privatissimum, also eine besonders teure Vorlesung auch, wo nur ein kleiner Kreis von ungefähr 20 bis 30 Studenten Zutritt hatte. Wir wissen, dass es die Studenten ein extra Geld zu bezahlen hatten an Heines Diener, der nämlich dafür zuständig war, die schweren, großen Folianten herbeizuschleppen, in denen die Stiche waren, die er dann vorgeführt hat während der Vorlesung. Er hat kein ausgearbeitetes Manuskript gehabt, sondern hat nur in der letzten Viertelstunde vor der Vorlesung schnell seine Notizzettel zusammengerafft und ist in die Bibliothek geeilt und hat dann frei gesprochen, wie man sagt, mit nicht sehr lauter, deutlicher Stimme. Und aus den Handschriften können wir erkennen, dass er wohl einen deutlichen sächsischen Akzent hatte, denn viele Eigennamen sind von den Studenten falsch verstanden worden und entsprechend in sächsischer Version aufgeschrieben worden. Es waren die Vorlesungen Heines, die das Fach der klassischen Archäologie mit begründeten.